Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arabica und Robusta? Also das muss man sich so vorstellen, dass es weit über 100 Kaffeespezien gibt, also unterschiedliche Gattungen. Und Arabica ist die bekannteste, das ist Coffea Arabica. Und dann gibt es noch Coffea Canephora und davon ist die Untergattung Robusta. Und deswegen, obwohl es Coffea Canephora ist, wurde es immer Robusta genannt. Das sind die zwei größten Gattungen eigentlich, die man so kennt. Und dann gibt es noch ganz viele weitere, die eigentlich keine wirkliche Bedeutung haben. Also anhand des gesamten Kaffeevolumens auf der Welt macht Arabica 60-70% des Anteils aus und Robusta 30-40%. Arabica und Robusta haben auch ganz unterschiedliche Anbaubedingungen. Deswegen sieht man selten eigentlich an einem Ort, dass beide Pflanzen angebaut werden. Robusta kann auch in tieferen Gebieten angebaut werden, ist eben ein bisschen resistenter oder auch robuster, wie der Name schon sagt, gegenüber Krankheiten. Braucht auch nicht ganz so eine kühle Temperatur. Und Arabica wird dann typischerweise höher angebaut, also jenseits der 1000 Meter mindestens. Da ist dann das Klima ein bisschen kühler. Andererseits sind die Kirschen oder die Pflanzen dann aber auch ein bisschen anfälliger gegenüber Krankheiten und Witterungsbedingungen. Ein weiterer Unterschied zwischen Arabica und Robusta ist, dass die Arabica-Varietäten sich selbst befruchten können, also die brauchen keine externe Bestäubung, während die Robusta-Varietäten eigentlich auf eine externe Bestäubung angewiesen sind. Und dann unterscheiden sich diese beiden Gattungen, eben Arabica und Robusta, sehr stark, was den Geschmack betrifft. Das basiert unter anderem natürlich auf der DNA, die komplett unterschiedlich ist. Also Arabica hat die doppelte Anzahl auch an Chromosomen, die Robusta hat, kann also aufgrund der genetischen Bedingungen schon viel komplexer und geschmacksvielfältiger sein. Und Robusta hat weniger Chromosomen, dafür einen viel höheren Koffeinanteil. Und dadurch ist der Kaffee eben, schmeckt er auch viel bitterer. Also typischerweise schmeckt Robusta dunkel schokoladiger, ein bisschen bitterer, so ein bisschen erdiger und im Nachgeschmack ist er dann auch immer bleibt lang zurück, ist so sehr schwer. Arabica hingegen schmeckt viel feiner so von den Geschmacksnuancen, ein bisschen komplexer würde ich sagen, ein bisschen nuancierter, ein bisschen milder, hat eben weniger Koffein, ist dadurch auch ein bisschen weniger bitter und so einen leichteren Nachgeschmack. Weil der Robusta eben so einen schweren Geschmack hat, so einen rauchigen, erdigen Geschmack, leicht an Tabak manchmal erinnert, wird er gerne als Espresso eingesetzt, also typischerweise im Espresso Blend. Oder man kann ihn eben, wenn man eine schöne Qualität von einem Robusta hat, auch als Single Origin Espresso trinken. Arabica hingegen ist so der feinere Kaffee, hat ein bisschen mehr geschmackliche Nuancen, ein bisschen mehr Säuren, deswegen nimmt man den typischerweise gerne als Filterkaffee oder eben auch als Espresso, entweder Single Origin oder manchmal dann in Kombination mit Robusta. Der Robusta-Kaffee leidet ja unter einem recht schlechten Image. Aber das bezieht sich eigentlich größtenteils nur auf diesen Massenrobusta, ne? Wie der in Ländern wie Vietnam oder Brasilien angebaut wird. Und seit ein paar Jahren gibt es eben diese Bewegung hin auch zu Spezialitätenrobusta. Und das ist wirklich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also da schmeckt der Kaffee viel komplexer, viel feiner, nuancierter, hat trotzdem diesen vollen Körper und einen sehr schokoladigen Nachgeschmack. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, was ganz Tolles. Und dann darf man in der Diskussion auch nicht vergessen, dass Robusta einfach eine ganz wichtige Rolle in der Zukunft gerade spielen wird für die Kaffeefarmer, weil gerade im Zuge des Klimawandels eignen sich manche Regionen gar nicht mehr so gut für den Arabica-Anbau und da spielt Robusta wirklich eine große Rolle und bietet eine gute Chance für die Farmer, weil Robusta einfacher anzubauen ist, resistenter ist, nicht so hohe Höhenlagen braucht und viel ertragsreicher ist als Arabica und kann eben dann auch zu steigenden Einkommen bei den Produzenten führen.